Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. Und wir sind jetzt hier bei unserem letzten Part der Quimivilla angelangt, wo wir einmal noch die Tour durchmachen, denn wer wollte nicht sehen, wie unser Bürgermeister so ein bisschen zu Hause lebt. Ja, ich würde sagen, wir fangen an und gehen einfach mal hier vorne einfach mal durch. Zack. Ah, da sind wir schon drin. Hier ist natürlich ein schöner Weg, der zur Villa führt, aber bevor wir da hingehen, gucken wir uns erstmal den Vorgarten an. Ich habe das Ganze ein bisschen freigelassen, ich wollte das nicht unbedingt so zuknallen mit Büschen oder sonstigen Sachen. Dachte mir einfach mal, auch eine schöne freie Wiese, kann ja nicht schaden. Aber so ganz ohne irgendwas wollte ich es auch nicht lassen und da dachte ich mir einfach manchmal einfach so einen Ententeich, warum nicht? Ich musste die Ente leider anbinden, denn in Minecraft bleiben die ja nicht an so einem gleichen Ort, wo auch Wasser ist, sondern sie hauen natürlich ein bisschen ab. Natürlich ist auch in Minecraft immer noch die alte bekannte Frage, ist es eigentlich eine Ente oder ein Huhn, ne? Naja, ich nehme es einfach mal heute als Ente. Dann noch so eine kleine Hütte, ne? Und dann, ja, ein Ententeich halt. Ja, an den Seiten habe ich noch ein paar Bäume platziert, einfach so ein bisschen dekomäßig. Sind nicht, sag ich mal, so gewachsen, die muss man schon so ein bisschen so bauen. Weil ich denke mir einfach mal, der Bürgermeister, der hat natürlich ein bisschen Geld, ne? Und er kann sich das natürlich leisten, hier schön angelegte Bäume sich hier mal ein bisschen hinzuplatzieren. Ja, ansonsten, ich glaube, den Sportwagen kennt ihr noch aus der letzten Folge. Hier mit dem Parkplatz, der wurde immer noch nicht eingeparkt. Wer weiß, vielleicht fühlt sich auch keiner angesprochen. Naja, so, dann würde ich sagen, legen wir los und gehen mal bei unserem Bürgermeister klingeln und gucken mal, wie er so zu Hause lebt. Ich hoffe auch, er hat schon alles ordentlich eingerichtet. Naja, Ding Dong. Hallo? Keiner da. Egal, wir können uns trotzdem einmal ein bisschen umschauen. Ich habe mich auch so ein bisschen zu einer Folge gerichtet, wie es innen drin ist. Ich werde dir nochmal einblenden, falls du dir die Folge dennoch natürlich noch angucken willst, um mich zu überprüfen, stimmt das denn hier auch? Oder lügt er und hat hier einfach ein bisschen was reingebaut? Ich habe natürlich auch meine eigene, also sagen wir mal, meine eigenen Ideen hier mit reingebaut, denn man sah nur an sich jetzt hier das Esszimmer so leicht und den Flur und die Küche. Als andere habe ich mir ausgedacht, denn da wurde einfach nichts gezeigt. Ja, hier ist der große Esssaal, Esszimmer, wie man es gerne mal sehen möchte, wo sie alle hier saßen und natürlich gespeist haben. Alles schön dekoriert hier mit ein paar Kerzen auf dem Tisch, Teller, Trinkbecher, ne? Da kann man immer schön, sag ich mal, ja, Blumentöpfe nehmen, ne? Was ist das? Kaffee, kann man ja sagen, ne? Und ja, dann natürlich Kuchen. Wäre natürlich cool, wenn in Minecraft später noch so andere Lebensmittel, sag ich mal, die du platzieren kannst, vielleicht mal so einen Hasenbraten oder einen Schweinebraten, die du hier auf den Tisch stellen kannst, wäre auch schon was Cooles. Ansonsten sieht das halt immer aus, ob man hier Kaffee trinkt, ne? Ja, gut, das Esszimmer, ich würde sagen, da sieht man nicht so viel, außer man kann schon so feststellen, ich habe hier innen drin bei den Fenstern das gleiche gemacht wie draußen halt oder versucht. Ich habe das nicht überall gemacht, das wirst du auch noch sehen, weil ich fand das einfach am schönsten. Das siehst du dann, wenn du einfach mal, sag ich mal, die Fenster siehst, ohne jetzt diese Verkleidung noch. Na, würde schon auffallen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach in die Küche rein. Da muss man natürlich auch immer so ein bisschen die Folge zu angucken, dann weißt du auch genau, was hier alles ist. Und ja, die Küche einfach. Hier ist auch irgendwas Schreckliches passiert. Hier wurde einer brutal zusammengeschlagen, auch in der Folge. Und da ist dann natürlich die Frage, wer war das? Und tja, bis heute hat es noch keiner rausgefunden. Naja, vielleicht klärt sich das alles noch auf nach der Folge. Ja, die Küche, ich glaube, da gibt es auch nicht so viel zu sagen. Ich habe hier einfach mal Fenster gemacht, in der Folge sind da keine Fenster, aber ich wollte jetzt nicht jede eigentlich alle Fenster irgendwie verkleiden und da habe ich die einfach mal hier mit reingebaut. Warum nicht? Ja, ich weiß auch nicht, wie sie das innen drin machen. Ich sag mal, man muss immer wissen, es ist halt eine Zeichentrickserie, da kann man natürlich nicht alles so gestalten, wie es in der Folge gezeichnet wurde. Und daher, ich wollte auch ein paar Fenster halt lassen. So, dann sind wir natürlich hier im Flur. Na, oben gehen wir noch nicht, wir gehen erstmal hier auf die andere Seite hin. Hier haben wir ein fettes Wohnzimmer. Lichtschalter natürlich auch, aber ich glaube, der Elektriker war noch nicht hier. Das muss er noch, glaube ich, anschließen. Naja. So, ich finde irgendwie, mir ist das Wohnzimmer so gelungen, als wenn wir hier, sag ich mal, in so einer, so ein Möbelcenter wären, ne? Ich habe hier irgendwie, ja, dass man hier so draußen rumläuft. Hier ist der Teppich, hier ist alles aufgebaut, als ob wir hier so ein Möbelcenter wären. Aber soll nicht so sein. Ich wollte einfach nur irgendwie das so mir ein bisschen dekorieren. Naja. Ja, kleines, fettes Wohnzimmer. Einfach mal so versucht, ein bisschen modern zu sein. Ich denke mal, wir müssen nicht alles zu einem alten Stil bauen. Ich glaube nicht, dass der Quimby so lebt. Von daher kann man auch ein bisschen modern hier bauen. Ja, vom Wohnzimmer aus geht es dann hier noch so weiter in so einen kleinen
Vorraum, kann man sagen, bevor man hier ins schöne große Badezimmer geht. Und da siehst du schon, habe ich jetzt hier die Fenster einmal so glatt gelassen. Ich wollte sie jetzt nicht verkleiden, ich wollte schon ein Badezimmerfenster haben, aber ich wollte es jetzt auch nicht so klein machen, das Badezimmer. Von da habe ich das einfach mal so gemacht. Ich hoffe, das stört nicht. Und ja, natürlich hier eine schöne Badewanne, die noch leider nicht funktioniert, da ich mir gedacht habe, später noch so bei Updates, natürlich Minecraft lässt sich ziemlich Zeit, ansonsten hätte man schon irgendwie so zeigen können, soll Wasser sich anpassen. Das heißt, würde man, glaube ich, hier raufdrücken, kommt Wasser raus, ne, kann man ja machen. Und dann würde sich das Wasser hier perfekt, also sag ich mal, einschmiegen hier bei den Treppen. Ob das dann auch natürlich dann wieder so weggeht oder ob das dann hier so bleibt, naja, muss man dann erstmal noch rausfinden, wie das Ganze denn funktioniert später. Aber ich glaube, das würde schon funktionieren. Naja, müssen wir mal abwarten, bis das Update kommt. So, ansonsten, was haben wir hier natürlich in einem Badezimmer? Natürlich ein großer Spiegel, ne, mit Waschbecken darf man nicht vergessen. Eine Toilette muss natürlich drin sein. Leider bei dieser Version geht nicht mehr dieser alte Trick mit der Klopapierrolle. Früher war ja so, man konnte einen Gegenstandsrahmen, also musst du erst einen Knopf machen, dann machst du einen Gegenstandsrahmen hin und dann irgendwie so, weiß ich, einen weißen Teppich oder so, dann sah das mal aus wie so eine Toilettenrolle. Geht leider bei dieser Version nicht mehr. Und daher habe ich einfach mal so einen leeren Knopf hingepackt, da ist so das Toilettenpapier dann so alle. Naja, vielleicht kommt noch ein Update, dass es geht, obwohl heute kam ein Update. Wir können ja einfach mal ausprobieren, ob das heute schon behoben wurde, weil ich habe noch nicht richtig rausgefunden, was so ist. Nee, wurde nicht, weil es kam einfach so ein kleines Update heute und naja, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Neue Blöcke oder so kamen nicht dazu. Naja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Badezimmer haben wir abgecheckt, das ist hier und dann gehen wir mal, würde ich sagen, einfach mal nach oben. Kleider Haken natürlich nicht vergessen, hier schön im Flur. Passt auch irgendwie, welches, wenn man hier so reinkommt, ne, kann man gleich aufhängen. Und ja, gut, gehen wir mal einmal nach oben. Gucken hier, was oben noch auf uns lauert. Wo wollen wir anfangen? Ich würde mal sagen, gehen wir hier einfach mal nach rechts. Alles schön auch hier ein bisschen dekoriert. Ein paar Schränke sind hier, ein bisschen Pflanzen. Und natürlich viele Gemälde. Ne? Unser Bürgermeister, der mag, glaube ich, die Kunst oder wer weiß, wo er die her hat. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach mal hier rein. Hier ist denn das Schlafzimmer von unserem Bürgermeister. Ich habe versucht, immer so ein bisschen modern zu bauen. Ich sage mal, der liebt bestimmt nicht so ein alten Bett oder so. Das muss schon also ein bisschen modern wirken. Ich habe ja auch probiert, diese kleinen Fenster von außen halt reinzubauen. Ist natürlich dann am Boden, aber komm, ist ja alles modern halt. Vielleicht gibt es das ja. Ja, ansonsten eine schöne große Fensterfront. Natürlich durch die Verkleidung kann man nicht so gut raussehen, aber das stört mich nicht. Jo, ansonsten geht's dann hier weiter. Ich habe mir einfach mal gedacht, der Bürgermeister, der hat ja auch natürlich eine Frau. Und die braucht natürlich auch einen großen Kleiderschrank. Kommt man dann hier durch diesen Vorraum noch zum fetten Kleiderschrank, wo man sich natürlich umziehen kann. Hier ist natürlich nochmal der Vorführraum, wie das dann aussieht, ob das irgendeinem gefällt. Und der kann sich dann hier hinsetzen und stundenlang warten, bis dann einer fertig ist. Naja. Jo, gut, das große Schlafzimmer von unserem Bürgermeister. Wir können mal weitergehen. Was lauert hier noch so auf uns? Einfach mal hier in die andere Richtung. Ja, hier haben wir wieder einen Raum. Gehen wir einfach mal rein. Ich habe mir einfach mal gedacht, der Bürgermeister, der arbeitet bestimmt auch mal zu Hause und der kann auch gut ein Büro vertragen. Und da habe ich das ja auch mal wieder gemacht. Hier habe ich auch wieder das Fenster einfach mal nicht verkleidet. Einfach mal immer zu gucken, wie das so aussieht. Kann man ja machen, muss man nicht. Aber ich wollte den Raum so um einen Block noch größer lassen, damit ich hier noch ein bisschen Deko reinbauen kann. Oh, was ist das denn da? Hat der Bürgermeister hier irgendwas wieder zur Seite geschafft? Hoffen wir nicht. Uiuiui. Naja, gut. Nehmen wir ein bisschen was mit. Fällt bestimmt nicht auf. So, ich mache mir oben in den Tag. Zack. Ja, gut, hier arbeitet der Bürgermeister schön am Schreibtisch. Kann man hier so ein bisschen rumbasteln. Ja, gut, das Büro des Bürgermeisters ist dann auch da. Ich gehe mal von aus, dass er bestimmt so eins hat in seiner Villa. Jo, gut, dann gehen wir mal weiter. Natürlich darf in einer Villa wie immer was nicht fehlen, und zwar einfach mal ein Gästezimmer. Bei unserem Quimby, ich weiß jetzt, er hat, glaube ich, keine Kinder, aber dafür hat er einen Neffen und ich gehe mal davon aus, dass der Neffe halt ziemlich oft hier wohnt und von daher ist es einfach mal das Zimmer des Neffen. Ich blende ihn mal ein, vielleicht kennt ihr ihn. Ihm geht es eigentlich auch in der Folge, was er angestellt hat oder so, muss er einfach mal rausfinden. Ja, ganz oben habe ich einen Enderdrachenkopf platziert, ich weiß nicht warum, ich fand das irgendwie fetzig, wenn da oben irgendwie was ist, so ein Kopf, und der Enderdrachenkopf, der ist halt am größten und man kann ihn natürlich auch bewegen, das finde ich auch immer cool. Wenn er noch so Feuer speien würde, das wäre ja noch der Hammer, ne? Naja, so, natürlich hier noch ein kleines, modernes, versuchtes Schlafzimmer zu bauen. Hier habe ich auch mal mit unserer Keramik gearbeitet, weil irgendwie die ganze Zeit habe ich da nicht gedacht. Und dann irgendwie zum Schluss, wo ich die Zimmer gemacht habe, das war dann auch das letzte Zimmer, was ich gebaut hatte, dachte ich mir, Mensch, ich muss ja auch mal verwenden. Da habe ich es einfach mal eingebaut. Ja, gut.
Ich finde auch eigentlich relativ cool hier oben mit der Decke. Ich habe die ganze Zeit auch immer diese Fenster immer verkleidet, dass sie halt nicht existieren innen drin. Aber ich wollte es bei eins mal wenigstens mal machen. So, dass man so alles ausprobiert hat hier innen drin. Ja, gut, dann sind wir eigentlich auch hier mit der Villa schon so gut wie durch innen drin. Jetzt gehen wir natürlich mal einmal in den Garten und gucken mal, was uns da noch so ein bisschen erwartet. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Ja, ich finde auch eigentlich relativ cool, jetzt hier mit diesen Command-Blöcken sich hin und raus zu teleportieren. Da sehen die Türen natürlich auch ein bisschen cooler aus. Ja, gut, dann wollen wir mal rausgehen hier, zack. Und dann sind wir draußen. Ja, draußen habe ich noch mir so gedacht, ich würde mal sagen, wir fliegen erstmal hoch, um uns einen kleinen Überblick zu machen. Ich habe mir einfach mal so ein bisschen überlegt, in der Folge war eigentlich so eine große Terrasse da, wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich bin eher mal von ausgegangen, ich mache so ein bisschen meine eigene Idee mit rein und wollte einfach mal einen großen Pool hinbauen, weil ich finde, so einer Villa gehört einfach ein Pool. Denn da, ja, noch so ein kleiner Golfplatz, warum nicht? Ich wusste nicht genau, was ich jetzt hier auf diese riesige Fläche mache. Ich wollte es nicht unbedingt so freilassen. Ich wollte irgendwie noch was, so eine kleine Gartenhütte hinbauen. Ich wollte einfach mal, dachte ich mir, ich habe noch keinen Golfplatz gemacht bei irgendwen. Also kommt einfach mal ein Golfplatz hin. Natürlich darf natürlich auch so ein Golfcaddy nicht fehlen. Und ja, vielleicht sieht man noch die Spur. Hier hat einer bestimmt gegriftet oder wer weiß, warum hier die Erde so ein bisschen aufgelockert ist. Naja, darum muss ich bestimmt der Gärtner kümmern. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal beim Pool an und gucken uns den Pool ein bisschen genauer an. Schade, dass wir noch nicht schwimmen können. Na gut, man kann schwimmen, aber ihr wisst ja warum. Immer in dieser Beta. Aber in der normalen kann man leider noch nicht schwimmen. Ist natürlich dann ein cooles Feature, wenn man schwimmen könnte in so einem Pool. Haben wir auch ein bisschen was zu tun. Hier ist natürlich noch ein Whirlpool. Oh, ich will eigentlich die ganze Zeit immer über das Update reden, weil ich weiß schon, dass man später auch richtige Whirlpools bauen kann, die richtig blubbern und so. Ah, das wird bestimmt cool werden. Ja, ansonsten ein paar fette Liegen noch. Ne? Ich weiß ja, der Quimmy feiert gerne, von daher helfen ja. Müssen eigentlich mehr als zwei Liegen schon mal hier sein. Ja, ansonsten haben wir hinten noch so eine kleine Ecke, hier kann man natürlich noch ein bisschen Kaffee trinken oder weiß, was sie hier machen, vielleicht auch grillen noch. Hier ist so ein kleiner Stand, ne? Da kann man das Ganze dann aufstellen, ne? Wenn man hier doch mal eine große Grillparty machen will. Und ja, hier ist natürlich der fette Grill, ne? Damit man hier auch ausgiebig grillen kann. Ich habe auch was Neues rausgefunden. Naja, eigentlich ist es nicht was Neues, eigentlich habe ich das schon lange gewusst, aber ich habe es noch nie erzählt. Und zwar ganz einfach, man kann sich ganz einfach brennende Öfen machen. Die brennen durchgehend, da ist nichts drin, kann man reingucken, blub, ist nichts drin, brennen durchgehend. Und das ist kein Command, also man kann schon per Command machen, aber man muss es nicht machen. Das ist ganz einfach, man muss einfach nur einen Ofen zum Brennen bringen und ihn dann, sag ich mal, in Creative einfach ins Inventar nehmen. Und dann hast du einfach diesen Ofen gekriegt. Der Ofen, der dann da noch steht, ist natürlich nicht so, wenn das dann fertig gebrannt ist, ist es weg. Aber wenn du dann so einen Ofen dann hast im Inventar, dann brennt der ewig und ich glaube, das werde ich jetzt immer verwenden, weil, ja, sieht ein bisschen cooler aus, wenn der Ofen halt immer durchgehend an ist, ne? Als wenn man ihn dann einfach so auslässt. Ja, so, dann haben wir hier natürlich die Poolanlage an den Seiten noch ein bisschen mit Lichtquellen gearbeitet, damit das auch im Dunkeln natürlich noch ein bisschen hell ist. Auch im Pool ist Licht, aber leider schimmert das nicht so gut an die Oberfläche durch. Aber vielleicht, wenn das Update da ist. Ja, ansonsten noch eine kleine Hecke gebaut und fertig ist das hier. So, kommen wir jetzt einmal zum Golfplatz. Einfach mal so ein bisschen überlegt. So, Golfplatz sind natürlich auch noch so ein paar kleine Sandgruben, ne? Damit, wenn man hier ein bisschen Golf spielt, auch ein paar Hindernisse hat. Und ja, halt ein Golfplatz. So, dann haben wir natürlich noch einen Golfcaddy. Leider funktioniert es nicht in Minecraft, aber man kann sich die immer so ein bisschen hinstellen. Natürlich hier hinten noch ein paar. Oh, die sind ein bisschen reingebackt. Als ich das letzte Mal guckte, waren sie noch genau vom, also in diesem Block drin. Vielleicht muss ich das nochmal machen. Rausgeschoben kriege ich sie nicht. Naja, muss man doch vielleicht nochmal dran arbeiten. Ja, so ein kleiner Golfcaddy hier kann man, glaube ich, auch mitfahren. Ja, kann man mitfahren. Guck. Hast ein Lenkrad noch. Kannst ein bisschen dran rumdrehen. Ja, und das ist an sich unsere Quimmy-Villa. Ich kann sie noch mal kurz mal hinten zeigen, wie ich hier so ein bisschen die Hecke gemacht habe. Ich habe es ja auch noch so ein bisschen mit Blättern und so gemacht. Und ja, fertig ist sie. Lange haben wir dran gearbeitet, lange haben wir gebraucht, aber endlich ist sie fertig. Als nächstes kommt auch wieder was von den, na, ich würde jetzt nicht sagen von den Simpsons. Ich werde erstmal wieder was anderes. Ich habe schon wieder was vorbereitet. Wird noch, die, würde mal sagen, das Wochenende kommen und einfach mal gespannt sein. Ja, ansonsten wird dann, glaube ich, dieses Bauwerk kommen. Ich muss das eh jetzt anfangen, weil es steht mir echt im Weg jetzt hier der Vorbau. Das ist auch nicht das Originale. Das Originale wird noch etwas größer werden. Ich habe mich hier ein bisschen verschätzt, aber das sieht man dann. Weil ich möchte hier auch gerne die Straße noch machen und da steht mir das noch ein bisschen im Weg. Also, das wird, glaube ich, als nächstes werden hier bei den Simpsons. Jo, ansonsten war es das Ganze hier. Ich bin noch ein bisschen verstopft. Ich glaube, man hört das oder ich hoffe nicht. Naja. So, dann würde ich sagen, stelle ich mich vorne hin, die Quimby-Villa ist fertig
Weitere Vorschläge oder so, was als nächstes kommen könnte, könnt ihr ja reinschreiben. Mal gucken wir mal. Aber ansonsten wird, glaube ich, sehr groß sein, dass dieses Bauwerk kommt. Aber erstmal kommt auch was von den, ja, nicht von den Simpsons. Sei gespannt. Dann würde ich sagen, stelle ich mich vorne Safety hin. Und wenn ich vorne Safety stehe, dann war es das Ganze hier. Und dann sehen wir uns zu einer anderen Folge wieder. Also haut's rein und tschüss.